2000 Menschen. David McElroy zum Beispiel muss 13 Kinder ernähren, darauf Schmalhans Küchenmeister. Aber David McElroy gehört zu denen, die nicht einfach klein beigeben wollten. Er war vielmehr einer der Ersten, die sich von Father Kennedy überzeugen ließen, dass es besser sei, wenn sich die Fischer zusammentäten. Der Erfolg gab den Fischern recht. Der Fortschritt wird auch äußerlich sichtbar. Wovon sie früher nicht zu träumen wagten, nimmt Gestalt an. Für einige ist es bereits das Eigenheim. Die McElroys leben zwar noch in einem Mietshaus, aber wenn die Wohnungsgesellschaft das Haus anbietet, will der Fischer es kaufen. Geld liegt bereits auf der hohen Kante. Damit ist für die McElroys noch längst nicht der Wohlstand ausgebrochen. Der Hausherr denkt auch an die berufliche Zukunft. Er muss modernisieren. Und das heißt Geld anlegen im Vertrauen auf die Genossenschaft. Doch die Last der politischen Unsicherheit ist geblieben. Auch im Hause der McElroys sieht man Erinnerungsstücke aus dem Gefängnis Mays, was die irischen Rebellen Long Cash nennen, und wo es nach etlichen Zeugenaussagen nicht immer mit rechten Dingen zugehen soll. Wie steht es mit Ihrem privaten und gesellschaftlichen Leben? Können Sie jetzt auch mehr Geld ausgeben, zum Beispiel für kulturelle Dinge, für gesellschaftliche Ereignisse? Nun, wir können uns jetzt Autos leisten und viele andere Dinge, die wir in der Vergangenheit nicht hatten. Tatsache ist doch, privat hatten wir nie ein Auto, bis jetzt. Wir hatten bestenfalls ein Fahrrad, um ins Dorf zu kommen. Und Feste feiern? Da spielte sich eigentlich nichts ab. Jetzt können sie tanzen gehen, draußen. Ich natürlich nicht. Aber die Jungen, die können jetzt raus. In der Vergangenheit hatten wir allenfalls einen Aktionsradius von 3 Meilen. Sehr viel weiter als vielleicht zu den Nachbarn auf der anderen Seite des Sees fahren sie allerdings auch jetzt nicht. Die Unsicherheit, die nächtlichen Militärstreifen, da vergeht man die Lust, groß auszugehen. Nadelstiche sind es auch. Die Volkstanzgruppe, zu der sich einige Jüngere zusammengefunden haben, mehr zum Privatvergnügen, ist so etwas wie ein Hoffnungsschimmer. Tanz und Musik gehören schließlich zum irischen Nationalkrankheit.